Und damit herzlich willkommen zurück hier bei Betrug in der letzten Folge. Ja, so heißt das Spiel. Natürlich gerade kein Treffer. Euer Sniper Lelek 300XX spricht zu euch. Achso, es war vielleicht ein Sniper-Schuss, aber Sniper-Treffer, aber die halten. Tanken ein bisschen mehr. Als nur einen. Na komm, ausfahren. Boom. Ja, lass mal nach, mein Freund. Ich war auch kurzzeitig schon letzte Folge am Überlegen, als ich zu blöd war fürs Rätsel. Also fürs Rätsel. Zu blöd war für die Mission. Ob ich nicht einfach das Let's Play beende, bevor überhaupt die erste Folge erscheint. Und ich stattdessen Doom zocke. Wäre wahrscheinlich noch mehr auf Kritik gestoßen. Deshalb geht's mit Baugeräuschen hier weiter. Und die Baugeräusche werden wieder lauter, Alter. Da läuft die PlayStation mal schön leise, weißt du, sodass wir nicht in Videos gestört werden. Da freakt komplett diese Schleifmaschine aus. Das ist ein Gegner, oder? Das war ein Gegner, ich war so verwirrt. Also ist alles jetzt noch Gegner oder was? Ohne, ich brauche deine Hilfe. Alles klar, weiter geht's. Ich soll ja nach dahin. Zeig das mal meine kleine Eule. Dem Dach Deckung geben. Alles klar, jetzt muss ich auch noch zuhören, was der Typ labert. Haltet das Dach unter Beschuss. Sie stoßen erneut vor. Status des Ladungsschiffs. Noch ein paar Minuten. Perimeter verstärken. Bereit machen für Kontaktunterbrechung. Oh, lol. Ey, ich hab mir so eine scheiß Adrenalin-Pack gegönnt. Du Schlampe. Oh, weißt du was? Halt die Fresse, Junge. So ein Quatsch geht mir auf den Sack. Wenn ich mir da so eine dämliche Heilung... Von wo? Von wo? Ich stoße auch gleich vor. Und zwar bei deiner Frau, junger Mann. Ja, klar, sie kommen einfach aus dem Nichts. Warum auch nicht? Wenn ich gleich wieder umklatsche, ja, dann ist hier das Let's Play zu Ende. Ihr wisst, dass ich so eine Dinge durchziehe. Hallo, ich kann das Schiff da auch angreifen, ja? Ey, Drohne, wie wär's denn mal? Musst du nicht machen, Drohne.
Irgendwo war jemand. Kann es sein, dass ich schon den einen oder anderen Verbündeten umgelatzt habe? Nein, ich habe ihn genau zwischen die Beine geschossen. Was ist das denn? Das tötet mich doch auch gleich, oder? So, habe ich auch irgendeine Heilungsfunktion? Ich komme! Gebiet gesäubert, Sir. Oh, leck mich, Alter. Wir haben deren Statue zerstört. Das gibt wieder richtig, jetzt richtig Krieg. Das gibt wahrscheinlich, ne? Ich glaube nicht, dass das ein Unfall gewesen ist. Es gibt so viele Sicherungssysteme. Menschen sterben. Das hier fand man auf einem Laufwerk der ISC Cassandra. Sie gehört zu uns. Forschung. Streng geheim. Biowaffen hauptsächlich. Wir wollten Kontakt herstellen. Nichts. Die Crew ist wohl tot. Woran hat sie geforscht? Es sollte uns Einfluss verschaffen. Als Abschreckung. Verdammt, wenn die Helgas es haben, sind sie nicht aufzuhalten. Das wäre kein Krieg. Das wäre Massenmord. Teile der Infos, die sie gesichert haben, waren abgehende Funksprüche der Cassandra. Wohl Helgast-Kodierung. Ich habe das Gefühl, dass sie sie geschickt hat. Dr. Hilary Massin, Projektleiterin. Sie will wohl überlaufen. Geh an Bord, mach das Schiff klar und steuere es in die Sonne. Es muss wie ein Unfall aussehen. Ein Evac-Team holt dich dann da raus. Wir sind nicht ohne Grund so vorsichtig, Lukas. Man würde es nicht verstehen, daher weißt nur du Bescheid. Wir haben keine Ahnung, was dich erwartet. Sei vorsichtig. Pulsar, Shadow 18. Nicht schlechter als das. Verteidigungssysteme scheinen deaktiviert zu sein. Ist ja komplett einfach, ne? Verstanden. Brich durch die Hülle und melde dich. Ey, die Baugeräusche nerven mich so hart. Cassandra, noch 50 Meter. Shadow Marshall, vorbereiten für Weltraumspaziergang. Auf mein Kommando. Angriffsgerät in Position. C-12 startbereit. Viel Glück, Marshall. Dankeschön. Ich hoffe, man hört das nicht im Video so laut. Aber ich befürchte doch. Oh, wirklich, ich bewege mich mit... Oh. So eine Steuerung hasse ich ja wirklich wie die Pest. Weil sie ist halt klobig ohne Ende. Ach gut, ich kann mich auch anders steuern. Ich wollte eigentlich nur gucken, ob das Mann oder Frau ist, aber da fliegt sie einfach weg, Alter.
Ich glaube, es ist zu laut, man hört die ganze Zeit. Achtung, Quarantäneprotokolle initiiert. Warten Sie auf Instruktionen. Okay, lol. Hier kann ich laufen, ja? Hier gibt's künstliche Gravitation. Der Lift ist defekt. Ich suche einen anderen Weg. Oh, krass. Das ist irgendwie cool. Das ist wirklich cool. Achtung, Kontaminierung entdeckt. Abriegelung eingeleitet. Das ist eine Frau. Definitiv. Dann war das vorhin auch eine Frau. Achtung, Kontaminierung entdeckt. Abriegelung eingeleitet. Sind wir jetzt hier bei Prey oder was? Prey soll übrigens auch noch kommen. Zumindest die Special-Dings-Version. Die Special-Demo-Version. Wer sich ohne Einsatzbefehl in den Laboren aufhält, wird bestraft. Ja, bestraf mich. Ich war so böse. Macht auch nichts, wenn wir Licht hätten. Macht auch nichts, wenn ich einmal richtig laufen würde. Anstatt die ganze Zeit zu verschwenden. Die Kantine ist geschlossen. Erfrischungen erhalten Sie an der mobilen Ausgabe. Luftschleuse versiegelt. Druckübertragung eingeleitet. Ausgleich abgeschlossen. Jetzt stellt euch mal vor, ja, man schwebt hier oben so rum und plötzlich setzt die Gravitation wieder ein. Digga, Leben aber sowas von komplett beendet. Okay, wir gehen erst zu Punkt D. D wie Doris. Und ja, ich habe eventuell von Domtendo die Folgen von Dings gesehen. Luftschleuse versiegelt. Druckübertragung eingeleitet. Animal Crossing. Ausgleich abgeschlossen. Mit Doris. Und Helge. Guckt euch einfach mal von Nintendo das Ganze an. Und stellt euch mal vor, ja, euer Kollege möchte hier reingehen. Aber ihr schwebt da alle noch draußen rum. Leute, eigentlich bin ich ja Pazifist und wollte das friedlich klären. Und dann hat mich Außenhülle beschädigt. Keep closed, okay. Wo sollen wir als nächstes hin? Punkt F, irgendwo da hinten. Ja gut, dann suchen wir uns halt einen alternativen Weg. Lol, der hält was in der Hand. Achtung, Kontaminierung entdeckt. Abriegelung eingeleitet. Von was soll ich denn jetzt damit? Ich nehme ihn einfach mal mit.
Aha. So ist das also. Dann hebe ich das da halt nicht auf. Luftschleuse defekt. Außenhülle beschädigt. Ich habe halt keinen Plan. Das ist mir alles zu offen hier. Von einer Verwirrung renne ich in die nächste. Wer sich ohne Einsatzbefehl in den Laboren aufhält, wird bestraft. Oder es ist ganz einfach, einfach hier hinten hinrennen und dann... Nee. Na, das dachte ich mir. Luftschleuse defekt. Außenhülle beschädigt. Ach nee, da brauche ich ja den noch dazu. Aber den kriege ich nicht. Luftschleuse defekt. Außenhülle beschädigt. Alter, kriege ich das mal? Dankeschön. Oh mein Gott. Oh. Aha. Meine geliebte Frau. Ich will dich nur. Die Kantine ist geschlossen. Erfrischungen erhalten Sie an der mobilen Ausgabe. Oh Gott. Ich will dich umarmen. Ich werde dich wiedersehen. Nein! Nein! Luftschleuse defekt. Außenhülle beschädigt. Ist er da mal fertig mit seinem Theater? Süße, wir sehen uns bald wieder. Hat er das aufgenommen, während er sich... Oder hat er Schmerzen? Hey, Liebling. Ich vermisse dich. Okay, niemand, der so redet. Hat Schmerzen gerade. Die Kantine ist geschlossen. Du wirst so anders sein. Erhalten Sie an der mobilen Ausgabe. Du klingst so selbstständig. Oh, hört es doch irgendwann mal auf, Alter. Okay, er hat Schmerzen. Alle Crewmitglieder zurück auf Position. Brandschutzübung erfolgreich. Soll ich das da überhaupt alles reinstecken? Wieso denkt man nur an das eine Baron? Dann ist das halt so. Den können wir in der Tat nicht rausziehen. Ist wohl das Zeichen dafür, dass es richtig ist. Alle Crewmitglieder zurück auf Position. So, den kriegen wir hier wieder raus. Erfolgreich. Oder habe ich da oben jetzt einen vergessen? Kein Plan. Bis zur nächsten Folge.
Haut rein und bleibt gesund.